Genau. So. Anstelle, dass ich jede dann selber überprüfe, hätte ich ja dann direkt da machen können, ne? Also. Hier drinnen. Hier drinnen brauchen wir Kunststoffstangen, Kabel und die Waffeln. Die Waffeln. Kunststoffe sind hier nicht drinnen. Nope, genau die hier meine ich. Die Prozessoren fehlen uns noch. Die hier. Die zwei. Dann haben wir alles. Dann lässt sich's schon gut planen. Sehr gut. So, jetzt, trotz alledem. Hier waren wir schon, hier ist kein Plastik. Plastik. Da waren wir schon mal. hier will ich gucken. Ich vergesse das aber auch immer wieder. Und verzinkte Kupfergabel. Ne? Genau. Mach mal auf 100. Man muss ja nicht overpowered hier arbeiten. Du brauchst dasselbe. Das ist schön, das ist recht einfach. Die überprüfe ich trotzdem. So, Kupfer und Carbon. Kupfer und Carbon. Da. Das passt. Dann machen wir 100. Hier brauchten wir Lötplatten und Harz. Lötplatten und die Harz. Jetzt passiert natürlich genau das, was ich eigentlich nicht wollte, dass die hier unten alles beliefern, aber naja. Ich nehme mal schon an, dass ich das da halt. Ja, jetzt da. Wir brauchen die Phenolplatten. Und was war's noch? Kupfer, Zinn. Gut. So. Kupfer und Tin. Tin oder Zinn? Ich traue der Mod nicht, deswegen. Gucken wir mal, ob es noch andere Platten gibt. Hartmetall. Das wird doch ein bisschen kritisch werden, ob ich das wirklich so hinbekomme. Die Zeit wird es zeigen, nehme ich an. Gut. Ich nehme mal an, er meint schon die Tin Plates. Weil was. Anderes kann er ja kaum meinen. Ist falsch rum, aber ist nicht so schlimm. Hier rein. Fiberglas, Kupfer und Gold. Fiberglas. Kupfer. Hätte ich ja direkt hier mitnehmen können. So, Fiberglas. Wie sah denn das aus? Ist es dieses gelbe Zeug bei der Elektroecke, ne? Hier drinnen. Halt, stopp. Einstellen 100, 100 und 100. Das passt mir soweit. So. Der braucht die stinknormalen Holzplatten und Kupfer. Und Kyper. Kopper. Da. Ich vergesse es aber auch echt immer wieder. Mensch. So. Na? Hier rein. Das war grundlegenden Widerstände und Löt. Zinn. Lötzinn. Nö. Warte mal, ist auch, glaube ich, bei der Elektrogruppe dabei, gell? Das da. Wenn die anderen genauso einfach sind, soll es mir recht sein. 100? Ich meine, mehr als
Vorrat wird er nicht brauchen. Das werden die ja niemals abschaffen können, ehe die hier mit dem Produzieren fertig sind. Und nicht mal, wenn die schnellsten Module drin sind, kann ich mir nicht vorstellen, ne? Dann brauchten wir die Platinen. Im eigentlichen Sinne bitte einmal so rum. Die raus. Der Widerstand hat ja gepasst, gell? Hier. Widerstand, Lötzinn, die Transistoren. Transistoren. 100. Na, und dann die da hier. Ich bin aber auch heute ein schneller Kerl. Zumindest was das Rausmachen angeht. Gut, den Rest können wir leider nicht machen. Das heißt, ihr seid tatsächlich überfällig. Nein, ihr seid nicht überfällig. Ich bin einfach nur dumm. Also ich bin schlau, natürlich. Also sowas aber auch, ne? Warum sollte ich dumm sein? Nee. So. Das sind die grünen, das sind die blauen. Das sind natürlich zu langsame Fabriken, deswegen speichere ich es mir auch, die jetzt einzustellen. Hier nochmal die blauen, genau, dann passt das. Wir haben hier nochmal eins dazu, das passt. Wir haben Kabel, ich glaube, mehr gibt es wirklich nicht. Doch, halt einmal diese goldenen. Deswegen setzen wir da auch gerade mal eine Fabrik hin, dann weiß ich das einfach, was ich schon mal an Platz brauche. So. Jetzt ist halt die Frage, will ich das so stehen lassen? Elektronik könnte man eigentlich machen, aber da brauche ich ja die Dinger da. Pfui, bäh, mach weg. Will doch keiner. Ich wollte die hier eigentlich haben, um Strom haben zu können. Ja, nee, komm. Aber die größeren Kisten hätte ich auch gerne. Jetzt mach erstmal den größeren Strom und oh mein Gott, ich habe hier schon wieder vollkommene Überlänge. Ich nehme jetzt noch weiterhin auf und cutte dann das Video irgendwo in der Mitte. So einfach geht das. Jetzt bin ich gerade so gut drin. Man könnte es höchst... Ja, das sollte aber schon lang. Das muss ich nicht nochmal kopieren. Nicht nochmal spiegeln darüber zu. Warum willst du hier bitte nicht hinmachen? Wenn ich dich fragen darf. So wenig Fabriken? Ich habe jetzt alle Fabriken hier gebraucht. Ich habe doch 50 von den Dingern gebaut. Das kannst du mir nicht erzählen. Da sind keine Fabriken mehr drin. Die Waldfee, schau einer mal an. Schau sich das mal einer an. Nee, nicht das da, sondern das da. Was man überlegen könnte, wäre, würde es passen platztechnisch? Die Frage. Beschissen. Nee, das langt. Habe ich das da drüben. Das gefällt mir dann nicht. Dann wäre die Frage, will ich die... Na, das sieht ab blöd aus, ne? Wir lassen das so. Also nochmal diese anderen Kabel, die ich noch nicht habe. Gib mal jetzt gerade nochmal so eine Anfragekiste her. Kabellage haben wir 1, 2, 3, ne? 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann halt hier noch diese komischen Dinger da. Wo habe ich denn die eigentlich her?
kann ich jetzt auch keiner Mod irgendwie zuordnen. Nein. Irgendwo werden sie ja hingehören, ne? Wenn sie schon dabei sind. Yoki nicht. Wo hab ich denn die gefunden? Ihr habt doch das Tin-Kabel. Wo hab ich denn die her? Echt jetzt? Sag mal, also so alt bin ich jetzt noch nicht, dass ich irgendwie grenzdebil werde, oder? Ich glaub schon. Irgendwie habe ich, glaube ich, da. Goldwire, Aluminium. Aluminiumwire, ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6. Also nochmal 1 dazu. Wir lassen so, wie es ist und gut ist. Haben wir hier die Elektro-Ecke. Das da hier. Nee. Halt, nee, das ist Symbol, ist mir eigentlich egal, ne? Da haben wir aber mit dem Robopod in Probleme. Wir könnten das so hinsetzen. Ist dann egal. Hauptsache wir fangen halt mit den Kupferdingern da außen an. Dann haben wir hier unten einen Abschluss und können hier unten den Bahnhof dann hinsetzen zum Abholen von allem. Das ist doch ein Plan. So, das heißt, das kannst du wegmachen. Ist ja alles eingestellt und gespeichert. Das sollte nicht das Problem sein. Okay. Dann fangen wir mal an. Genau. Deswegen haben wir Landfill dabei ohne Ende. Wir wollten hier den See zuschütten. Und diese kleinen Dinger hier ebenfalls. So, aber Wolframerz da. Das muss ich abreißen. Wobei, warum muss ich das abreißen? Das ist ein Gerücht, oder? Das ist ein Gerücht. Hierhin. Ach ja, stimmt, das wollte ich auch nochmal als Blueprint. Ich habe so viele Blueprints, das ist ja abartig. Ich brauche irgendwann eine Kiste für all meine Blueprints. Ich liebe aber Blueprints. So, ich wollte nämlich hier oben das Ding da hier mal kopieren. Am besten ohne das da. Ansonsten bauen die mir das auf und konfigurieren mir das auch noch so. Ein bisschen weiter rüber. Eigentlich sind die hier mit ab Signal. Dann machen wir da hinten gerade noch ein Signal hin. Dann speichere ich mir das nämlich in Zukunft. Weil diese Haltestationen, so werden wir, denke ich, öfters als einmal benutzen. Eigentlich permanent. Wir werden es auch brauchen, das ist das Nächste, ne? So, wir haben die ganzen Strumpholz. Wir haben das alles. Ja, passt. Super. Dann haben wir den einfach, den erweiterten und den dreifachen und den... was sonst doch alles. Also, warte mal, da oben sollte ich vielleicht noch ein bisschen Landfill hinmachen. Nicht viel. Wobei, wir könnten eigentlich hier dicht machen. Gib mal her. Ein bisschen. Dass es ungewollt aussieht. Einigermaßen zumindest. Das hätten wir auch sparen können da, ne? Das Ding ist teuer. Stein weg. Dann kommen wir nämlich da oben wieder zurück. Also die Zurückstrecke werden wahrscheinlich da eh nur... Was heißt wahrscheinlich? Die werden wir nur dazu brauchen, um Ressourcen irgendwie an den Hauptbahnhof zu schaffen. Bitte hier dementsprechend hinab.
hinab. Du fährst ja dann keine Ahnung, wo überall hin. Da, wo wir halt die Module machen und dann die Fertigungshalle, wo wir Maschinen fertigen und die Öfen und sonstigen Kram da. Waffen werden wieder woanders da gemacht. Also da wird eine richtig schöne Waffenlobby aufgebaut. Ich führe das jetzt gerade mal da unten zusammen. Mit der Strecke, die noch nicht da unten ist. Dann könnten wir eigentlich wieder raufwärts gehen und die... Na, erstmal die zweite Linie dann erstmal gucken, wie die hinkommt, ne? Ja, da haben wir echt ein weites Stückchen. Oh, was ist da noch? Das ist noch von Yoki übrig geblieben. Das ist ein schlechtes Zeichen, oder? Entweder habe ich hier die Leitung vergessen oder gar nicht erst kopiert. Und Strom sollte ich mal vielleicht da bauen, ne? Ein Generator. Na, ein paar Verteidigungstürme noch mitnehmen, dass wenn ich das da oben einschalte, ja, wenn dann die Aliens vorbeikommen und sagen, du Kabu. Oh, da ist aber eine Menge Zeug stehen geblieben. Vor allem, wie konnte ich das jetzt die ganze Zeit auch da gerade noch übersehen? Oh je. Ich hoffe, ich habe den Blueprint zumindest komplett. Ansonsten kriege ich die Krise. Ich vergesse doch wieder die Hälfte, wie das war. Ich habe es ja jetzt schon vergessen, wie das war. So. Ha! Perfekt. Nein, das war nicht perfekt. Mal einmal hier. Wenn der Rest keine Kabel haben darf, darfst du auch keine Kabel haben, ne? So, und ja gut, wir machen von oben her dann die Kabellage runter, darüber zu, dass die Elektrozüge dann fahren können. Und dann hoffe ich, dass das irgendwie... Ja gut, wenn ich dann die ganzen Strommasten gezogen habe, dann wird dann auch endlich die Mod wieder aktualisiert. Ne? Dann heißt es so, jetzt funktionieren die Gleise wieder. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, und ich drehe dann durch. Ich verkrieche mich dann unter meinem Bett. Oh, da kommen aber gelegentlich mal ein paar Aliens zu Besuche. So. Das wird da nicht rüber lang. So viel zu dem Thema, ich mache da mal eine Brücke rüber, ne? Gut, wir hätten auch ahnen können, dass das hier so weit rufen muss. Ja, so ein bisschen halb künsteln. Oh, da kommen sie zu Besuch. Ja, dann wird es lustig, wenn ich hier die Elektro-Kram-Ecke einschmeiß. Ja, ich schmeiß es ein. Das ist doch alles Kacke. So, die Bäume hier sind Kacke. Vor alledem. Hier hin und dahin. So. Dann holen wir vom Bahnhof her ausgehend die Gleise. Na, eigentlich müsste ich es ja von der Kurve ausgehend machen, ne? Die Strommasten. Okay, dann dauert es doch noch ein bisschen. Eigentlich wollte ich da noch diesen anderen Zugmod wieder irgendwie in Gang kriegen, aber das hat auch nicht funktioniert. Wie viel Abstand ist da jetzt? 4, ne? 1, 2, 3, 4, ja. Hätte ich ja gleich so machen können, ne? 1, 2, 3, 4. Es wird Zeit, dass Feierabend wird. Mein Hirn ist heute schon den ganzen Tag einfach im permanenten Standby-Modus. Das lag halt echt daran, dass ich heute auf Arbeit nur dummen Arbeit hab machen müssen. Nee, das wäre eine Beleidigung für dummen. Für dumme Menschen. Ich habe Arbeit gemacht, die meinem... Also, kennt ihr das auch, wenn man dann Arbeit macht, die einfach... mäßig sind, wo man sich fragt, für wie blöd wird man jetzt eigentlich gerade verkauft? Wirklich? Ich soll Streichhölzer der Länge nachsortieren? Also nicht, dass ich Streichhölzer der Länge nachsortiert haben müssen. Das wäre sogar wahrscheinlich noch anspruchsvoller gewesen. Also... Todlangweilige Arbeit, die kein Mensch gerne macht.
bei der man sich echt fragt, kann man nicht dafür irgendwas mal erfinden? Irgendeine Maschine? Das ist echt, ach. Ekelhaft. Bäh. Ich würde noch nicht mal einen Auszubildenden so eine Arbeit übergeben. Gut, hätte ich einen Auszubildenden gehabt in meiner Abteilung, dann hätte der das machen müssen. Ja, gut, ja, definitiv. So, 3, 4. Aber die Ausbildungszeit beginnt ja erst. Und bis dahin haben wir die Arbeit nicht mehr. Das ist auch blöd. Es ist irgendwie keine Win-Win-Situation für mich. Meine selbst Schienen verlegen in Factorio hat mehr Niveau gehabt. komm schon. Abgesehen davon, dass es nicht passt von der Ding her, hätte ja der Rest passen können. Gott sei Dank, ich wollte gerade sagen, der Fehler liegt übrigens da oben. So, das weg, das weg, das weg. Wenn mein Inventar schon zugemüllt ist mit kaputten Mauern, dann kann ich es auch ganz voll machen mit kaputten Mauern. Ist ja nicht so, dass das... Wie habe ich denn die Mauer da gemacht? Da unten kommt übrigens eine T-Kreuzung hin. Nur mal so zur Info. Wo wir dann da hinfahren, keine Ahnung. Und was wir da in die Mitte reinbauen, naja, ich hätte gerne hier unten wieder die Oki. Auf alle Fälle. Weil die sind nicht so roboterlastig. Die passen da rein. Nur für die Züge, da können wir ja dann hier so geteiltes Gleis machen. Einmal, wo es da rauf geht zur Elektroecke, einmal da unten. Aber da muss halt erstmal das ganze Zeug da weg. Wobei, aus Yoki bekomme ich ja meine Munition, ne? Schwierig. So, ihr dürft weichen. 3, 4, 5. Ich würde sagen, machen wir dann hier die Mauer. Weil ich ja dann da dran denken sollte, dass ich die irgendwie mit Munition und so bestücke. Dann sollte ich eher davon mal ausgehen. Das wird nicht nochmal so ein langes Teilstück werden wie dort hinten. Ich möchte da einfach einen Zug haben. Das könnte man eigentlich gerade noch einplanen. Dass wir hier einfach so einen Zug haben, das muss noch nicht mal so ein langer sein. Deswegen könnte ich mir das... Oh, wow, das war jetzt aber gerade echt dangerous. Könnte man hier so ein kleines... Oh, du kommst ja von oben. Nee, das ist von oben. Da fährt er wieder raus. Also, dass wir hier so einen kleinen Halt machen. Und das soll ja ein ganz, ganz kurzer Zug werden. So mit 3, 4 Gleisen. Waggons. Das ist, ja, das hat gepasst. Der einfach anhält. Der kriegt auch nur ein Lok zum Beispiel. Werkzeug zum Reparieren. Munition. Wobei, ich habe ja noch Raketen. Er braucht einen vierten Wagen. Mach noch ein bisschen länger. Und da rein habe ich was zum Verbrennen dabei. Ich habe doch Holz abgebaut. Das muss doch irgendwo sein. Da. Hau mal vor. Der hier anhält. Der bekommt dann so eine Drohnenkiste. Der bekommt so eine Drohnenkiste. Da sind dann Bauroboter drinnen. Und ein paar Logistikroboter. Er bekommt einen kleinen Logistikbereich. Und ich habe jetzt keine Logistikroboter mehr da, ne? Weder Logistik noch Bauroboter. Gut, ich müsste eh erstmal Strom dann herbringen. Also er hält dann hier an. Das Ganze ist natürlich hier im Logistikbereich drin, ist ja dann klar. Wie auch immer, das ist ja dann vollkommen Jacke wie Hose. Ich hoffe, die machen jetzt nichts Böses.
Er bringt Munition. Eigentlich alles raus, ne? Das Ganze in Anbieterkisten. Und dann kommen. Ich will jetzt nicht zu weit vorgehen, ansonsten trigger ich die. Dann bekommt er hier einfach. Das ist jetzt von da auf. Ich bräuchte die größeren Kisten. Das ist jetzt gerade das Problem. Außer ich mache das so anders. Die hier brauche ich. Dass er die hier hin macht. In die einen kommen dann die Munition für diese Türme. Ne, dann kommen hier vier hin. Das ist auch wieder dämlich. Aber so kriege ich die vier hin. Und die anderen kriegen Sniper-Munition. Wobei, dann könnt ihr eigentlich beide dann anfordern. Hier reinmachen. Die krabbeln sich nur das raus, was sie brauchen. Und dann laden die mir hier die Kiste voll. Ah, das wird noch ein bisschen was werden. Aber so wäre eigentlich mein Plan, dass wir das halt immer wieder mal haben. So hier außenrum, dort oben außenrum. Und ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Sprach der Blinde. Gut, okay. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Baba.